Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal ja unserer Hauptstadt unterwegs und haben da den großen Bulldozer geschwungen, sag ich jetzt einfach mal. Und haben hier die kaputten Gebäude abgerissen und durch neue ersetzt. Und bei dem Ansatz würde ich sagen, machen wir jetzt doch einfach mal weiter. Genau, das dauert wieder ein bisschen, bis das sich vernünftig lädt. So, genau. Ich würde mir gerne mal die Nachfrage hier anschauen. Wir brauchen mittlere Dienstleistungsgewerbe. Okay. Und genau, dann machen wir es Schritt für Schritt hier weiter mit unserem Hauptstadtprojekt. Ja, einfach damit wir zumindest mal die erste Flusshälfte hier zubauen können. Und die Hälfte, die noch größer ist, kommt dann beim nächsten, kommt dann irgendwann mal. Ganz genau, ich würde allerdings gerne das nochmal beobachten. Also wir brauchen ganz viele mittlere Dienstleistungsgewerbe. Wir brauchen noch mehr Jobs hier, das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Aber doch gut, dann machen wir das halt. Und ja. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, da wir ja jetzt weiter bauen, mache ich mal diesen Tag-Nacht-Modus aus, sondern mach mal den Tag-Modus an. Das war so ein Tipp, den ihr mir gegeben habt, finde ich super, dass ihr so mitdenkt. Weil das war schon echt nervig, muss ich sagen. Da immer mit dem Nacht-Modus da. So. Wobei, hier können wir auch noch mal ein paar Parks aufbauen. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach ja, direkt weiter im Text. Ich stelle das Ganze tatsächlich jetzt auch mal mitten in der Woche auf, also an einem Donnerstag. Weil, ja, was soll ich da so sagen? Ich bin halt heute mal allein zu Hause. Und genau, und was bietet sich da an, als hier aufzunehmen? Die Arbeit war auch entspannt. Von daher, ja, kann man das mal machen, finde ich. Ausnahmsweise mal mitten in der Woche. Und ja, dann hoffe ich jetzt, dass wir jetzt hier die richtige treffen. Ja, sehr gut. Und genau, liebe Freunde, dann geht es hier weiter mit SimCity. Und ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei seid. Wie wir hier weiter unsere Hauptstadt aufbauen. Das wird wirklich cool werden. Auch nach der schwierigen Phase, die wir da hatten. Ne, über einige Parts lang. Aber ich glaube, so langsam kommen wir der Sache wieder ein bisschen näher mit der Hauptstadt. So, dann ziehen wir das Gewerbegebiet hoch, bitte. 4x4 machen wir. Weil ich schön fette Bürogebäude bzw. Dienstleistungsgewerbe. So, schaut euch das an. Da kommen sie schon. Wunderbar. Ich habe noch nicht mal Parks aufgebaut. Also das ist schon echt effizient. Wow. Talavera Office Park. Ja, das sind Büros. Das sind hier gerade wieder zu viele Büros, die hier gebaut werden irgendwie. Aber gut. Ist dann halt so scheinbar. Die Finanzsituation passt auch wieder. Finde ich sehr gut. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das SimCity 4-Projekt. Mir gefällt es sehr. Nach wie vor. Macht mir sau viel Spaß. Und ja, wie wir hier einfach unsere Hauptstadt weiter vergrößern. Ne? Und schaut euch das an. Es sind alles Büros, die hier gebaut werden. Ah, hier nicht. Mittlere Gewerbegebiet Dienstleistung. So, machen wir denen nochmal ein paar Parks hier hin, würde ich vorschlagen, oder? Ja, wobei das hier ist jetzt der Flughafen. Mach denen mal ein paar mittlere Plazas hier an den Flughafen. Oder nee, ich kann sogar große. Wir können sogar große Grünflächen. Ja, dann mach mal eine große Plaza. Ah, zack. Und weiter geht's. So, zack, zack, zack. Ich finde das krass, wie das aussieht mit der
mit der Gerade hier guckt. Boah, das sieht irgendwie witzig aus. So, dann machen wir hier noch ein paar kleine Plazas hin. So als Verschönerung quasi für den Flughafen hier. Und genau, dann haben die Gewerbeleute auch nichts mehr zu meckern hier. Ja, dann passt das. Hier kann auch noch was hin. Sehr schön. Wunderbar. Ich sehe auch gerade, dass wir hier noch eine freie Fläche haben. Warum das denn? Wir haben hier noch voll die freie Fläche. Dann würde ich sagen, mach mal schwer bebaute Wohngebiete hier hin. So, genau, einmal 3x3 Wohngebiet. Genau, weil wir brauchen ja auch Wohngebiete, ne? Und ja. Dann machen wir das einfach mal weiter. So, hier steht schon eine Station? Nee. Ah, das sieht geil aus gerade mit dem Wachstum. Ah, hier kann man gar nichts auf. Ah, shit. Da braucht man hier eigentlich auch keine. Ah doch, das ist die Brückenverbindung für die andere Seite. Doch, doch. Gut. Wir brauchen aber keine. Seht ihr das? Wir brauchen keine reichen Büros. Wir brauchen Dienstleistungen. Das ist es halt, ne? Wir brauchen Dienstleistungsgebäude. Wir brauchen keine Bürotürme. Hier, sowas hier. Mittleres Gebiet Dienstleistungen. Das brauchen wir. Sowas hier. Und nicht nur Büros. Die Büros müssen wir alle Schritt für Schritt abreißen. Wenn die wieder nicht funktionieren. Aber das sieht gut aus. Schaut euch das an. Außer das hier, das kann mal weg. So. Da unten sehe ich irgendwo keine Straßenverbindung. Interessant. Dann mach das mal so, genau. Wunderbar. Nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Ich speichere das Ganze mal. Ja, und dann würde ich sagen, fokussieren wir uns jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf die Hauptstadt. Ich bin jetzt auch ein bisschen, bisschen großzügiger, was den Bulldozer angeht, weil, naja, ihr seht das ja, ne? Wenn die bauen einfach die falschen Gebäude. Und wenn sie die falschen Gebäude aufbauen, dann sind sie es irgendwie selber schuld. Es tut mir leid, aber die müssen weg. Wenn die falschen Gebäude aufbauen, dann müssen die halt weg. So. Das ist jetzt meine neue Taktik hier. Mittleres Gewerbe, Dienstleistungen. Genau, wir brauchen einfach Dienstleistungen. Jetzt bauen sie hier wieder Büros hin. Die bauen wieder viel zu viele Büros irgendwie. Sehr mysteriös. Also eigentlich brauche ich nur mittlere. Reichsgewerbe, Dienstleistung, sowas hier, genau. Und keine Bürotürme mehr. Ich verstehe nicht, warum die immer Bürotürme bauen, wenn sie die am Ende eh wieder abreißen, beziehungsweise, ja, verlassen. Also irgendwie ist das komisch, aber es sind halt Business-Leute, ne? Ich weiß nicht, die haben manchmal etwas eigenwillige Anforderungen. Mach das wieder weg. Oder wartet mal. Boah. Intrigen Corporate Tower. Das sind aber auch wieder Büros. Ich habe da einen anderen Plan jetzt mir ausgedacht, gerade eben. Vielleicht, dass wir 3x3 Felder benutzen statt 4x4. Ne, das könnte man vielleicht nochmal machen. Oh Gott, lass das Spiel nicht abstürzen. Das ist vielleicht doch mal eine Idee, Freunde. Dass wir statt die 4x4 Gebäude tatsächlich 3x3 machen. Weil ihr seht ja, die bauen nur Büros, wie die wir dann wieder hier abreißen müssen. Das ist doof. Das ist echt doof. Aber so langsam. Aber sicher. So langsam aber sicher sieht das immer besser aus. Doch, doch. Also. Das müssen wir leider abreißen. Nun gut. Gut.
Das heißt, wir brauchen mittlere Dienstleistungen. Okay. Gibt es hier irgendwelche Beschwerden? Nein, gibt es nicht. Okay. Gesundheit und Bildung. Müssen wir da vielleicht was machen? Nein, ist voll. Ist voll. Alles klar. Sehr gut. Sie suchen Büros wieder. Ich mich frage, warum? Weil ihr sitzt ja auch hier, ne? Da müssen wir wieder was abreißen. So. Und hier auch. Boah, schaut euch das an. 23.000 Jobs. Boah. Ihr seht das gerade, ne? 23.000 Bürojobs. Du meine Güte, was baut ihr hier? Das ist so krass. Das wird, glaube ich, mein bestes Gebäude. Boah. Das wird mein bestes Gebäude hier. Meine Güte, wie hoch wollt ihr das doch bauen? Pff, was ist das denn? Okay. Vella Cosma. Oh, die hört gar nicht mehr auf. Was ist das denn? Alter Schwede, die hört gar nicht mehr auf. Das ist heftig. Boah, das ist heftig. Guckt euch das an. Hammergeil. Das sieht auch richtig gut aus noch, ne? So chinesisch angehaucht hier. Verschmutzungsgrad hoch, leider. Das wird leider gleich verlassen werden, aber... Guckt euch das an. Was für ein krasses Gebäude. Wow. Also das nenne ich mal das Skyline jetzt. Okay. Gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt aber genug Büros. Erstmal. Wir brauchen immer noch reiche Bewohner. Reiche Einwohner. Wir haben irgendwie ein kleines Problem. Ja, aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Ja, das ist immer so. Dieses fette Bürogebäude hier killt halt alle anderen. Ne? Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Nicht merkwürdig, das ist logisch, aber naja, gut. Suchen weiter Büros. Also irgendwie. Ah, guckt mal. Und da kommt wieder normale Einwohnernachfrage. Was kommt hier? Auch 9.000 Jobs. Ja gut, aber der ist ein Drittel so hoch wie der hier. Also, dass wir den haben, speichern nicht einfach mal. Das ist schon richtig krass. Richtig heftig. Richtig heftiges Gebäude hier, ey. Schaut euch das mal an. Wie detailgetreu auch noch, ne? Also, da haben sich die Macher wirklich Mühe gegeben. Also, die Leute, die das Gebäude hier entworfen haben. Guckt euch das an. Boah, krass, wie viele Stockwerke. Vella Cosma, ja. Es ist krass, es ist einfach krass. Und das werde ich auf keinen Fall abreißen. Auf keinen Fall. So, wir brauchen weitere Einwohner. So wie ich das hier sehe. Okay, habt ihr Polizei? Ihr habt hier noch so gerade Polizei. Okay, dann machen wir euch mal ein neues Revier hier hin. Eine neue Feuerwache hier hin. Ein neues Krankenhaus hier hin. Und die Schulen kommen gleich. Die Schulen kommen gleich, weil es ist zu teuer erstmal. Weil ihr seht, die Kosten gehen wieder, explodieren wieder, oder obwohl... Ich meine, wir haben es ja im Moment, ne? Komm, mach eine Grundschule dahin. So, Freunde, dann können wir ja eigentlich diese Allee hier mal abreißen und zu einer normalen Straße machen, wa? Das können wir tun, ja? Das machen wir jetzt auch, würde ich vorschlagen. So.
Weil die Alleen, die produzieren halt viel mehr Stau. Oh, und schaut mal, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Nachfrage wächst wieder. Wunderbar, also so Schritt für Schritt bauen wir uns hier aus. So, wunderbar. Große Verkehrsprobleme. Ja, ich weiß nicht. Also Verkehr in der Stadt kriegen haben wir irgendwie immer immer ein Problem mit. Warum bist du schon wieder verlassen? Attraktivität. Aber warum? Wartet mal, reiche Wohnungen. Boah. Warum? Ich meine, wenn wir jetzt einen Bäumetrick machen. Die Attraktivität für die reichen Wohnungen. So, Bulldozer Nummer 2. So. Alles klar. Ich glaube, das ist so gewollt vom Spiel, dass man hier immer wieder. Was soll ich sagen? Immer wieder die Gebäude abreißt, ne? So, wir brauchen reiche Einwohner. Jetzt kommt bitte her. Was ist denn los mit euch? Seid mal nicht so kniezig hier. So, reiche Einwohner. Ihr kriegt sogar eine eigene Straße, mein Gott. Reiche Einwohner. So. Zack. Wir haben gerade extrem hohe Kosten durch die neuen Einrichtungen. Oh, und wir haben fast kein Wasser mehr hier. Naja, okay. Das ist gerade interessant, muss ich sagen. Warum? Oh Mann, und hier ist die Finanzen, muss ich dann gerade mal wieder ein bisschen runterschrauben, tatsächlich. So. Weil irgendwie. Ah ja, jetzt haben wir wieder Nachfrage nach Wohngebiet, ne? Jetzt haben wir wieder Nachfrage nach Wohngebiet. So, was wollt ihr denn haben hier? Wollt ihr eine Bushaltestelle vielleicht? Oder mehr Parks? Oder was wollt ihr haben hier? Ihr wollt vielleicht mehr Parks, ne? Dann geben wir euch doch die Parks. Moment. Dann geben wir euch mal ein paar große Grünflächen. Oh, und wir haben gleich wieder kein Geld mehr. Ja, das ist bekanntes Problem bei uns. Ja, Budgetaussichten. Bildung weiter runter. Sorry. Aber wenn ihr nichts verdient, dann habt ihr auch keine Bildung erstmal. So. Hallo, haben wir hier irgendwie Einwohnerschwund oder was ist hier los? Warum kriegen wir keine Kohle rein? Sagt mal. Okay, dann machen wir das einmal so. Sie suchen Büros und wir verlieren immer noch Geld. Das heißt, wir müssten jetzt an die Stadtverordnungen drangehen. Energiesparmaßnahme weg. So. Alles klar. Und vielleicht mal einen Bäumetrick machen hier. Bei den frisch aufgebauten Gebieten. Wer weiß. Ja, ein Bäumetrick. Okay. Da geben wir euch halt ein paar Bäume. So, Freunde. Dann könnt ihr hier auch euch aufbauen. Ich verstehe es auch nicht gerade. Ach, können wir wieder alle abreißen hier. Was ist denn los? Ist das die Luftverschmutzung? Die Luftverschmutzung ist halt sehr hoch, ne? Wir müssen echt mehr Parks machen. Also ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Überall, wo jetzt hier diese kaputten Gebäude sind,
werde ich jetzt mal Parks reinmachen. Also ich möchte jetzt wirklich, so. Ach guck mal, da ist sogar ein Weihnachtsgeschenk, was ich nicht gesehen habe. So, dann macht man noch einen hier. Noch einen Park. Ihr wollt, glaube ich, mehr Parks haben, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hier alles irgendwie, ne? Komplett, ja. Keine Ahnung, was ihr habt. Also. So, hier, komm. Park. Hier am besten auch dann. Einen Park. Genau. Ja, die bauen aber trotzdem die reichen Gebäude auf. Obwohl sie die dann verlassen. Also irgendwas ist hier komisch. So. Dann gucken wir jetzt nochmal weiter hier. Das soll hier vielleicht nochmal einen Park hinmachen. So. Genau. Die Kosten, ne? Die Kosten sind wieder extrem. Aber das ist geil. Dieses Gebäude hier ist richtig geil geworden. So, was mildert hier die Attraktivität so? Verstehe ich gerade nicht. Ganz ehrlich. Also irgendwie. Reichensteuer runter vielleicht? Stadtverordnung. Reichensteuer vielleicht runter. Das wäre noch eine Idee. Ne, die Reichensteuer zu senken. Also typisch reiche Leute, ne? Zahlen weniger Steuern. Wollen aber noch weniger zahlen. Anstatt hier, ja. Ja, egal. Ich sag dazu nichts. Wer viel Geld hat, braucht davon nicht unbedingt noch mehr, aber ist okay. Ja, wobei, wir haben hier Nachfrage. Wartet mal, wir haben hier Nachfrage. So ist ja nicht. Wir haben ja Nachfrage, aber es ist halt. Irgendwie doof. Also. Guckt euch das an hier. Wir brauchen dann tatsächlich Parks. Genau, einfach Parks hier. So, hier auch. Dann eine Grünfläche. Los! So. Dann. So. Gut. Der Rest passt ja hier oben. Der Rest passt. Nur hier ist schon wieder. Ich weiß nicht, was das soll. Verkehr stark. Ja, aber alles kann ich auch nicht. Verschmutzung. Kriminalität gering. Ja, okay. Ich glaube, ihr wollt noch mehr Parks haben. Hier kann das sein. Dann mach, komm. Dann müsst das leider auch weg. So. Aber irgendwie bringt es nichts. Putz hier. So. Das hier auch. Mehr Gebäude würde ich ungern abreißen, tatsächlich. So, wir haben nur Nachfrage nach reichen Leuten. Dieses Gebäude, ne? Dieses Gebäude. Das ist einfach so krass. Okay, aber es scheint besser zu passen. Aber warum ziehen hier keine Leute hin? Das verstehe ich nicht. Das hier verstehe ich nicht, aber ist in Ordnung. So, wie sieht's aus? Ja, das da muss wieder weg. Ansonsten haben wir... Das hier muss auch weg. Ansonsten haben wir doch alles gemacht hier und dann können wir hier vielleicht nochmal den ein oder anderen Park hinmachen. So. Und das hier dann auch mal abreißen. So. Ich weiß nicht warum. Warum haben wir jetzt gerade ein Problem mit reichen Leuten? Verstehe ich nicht, Leute.
Aber ist in Ordnung. So Schritt für Schritt bauen wir uns ja aus. Ne? Was wollt ihr? Warum? Warum kommen hier keine Leute hin? Das verstehe ich wiederum nicht. Also Attraktivität für reiche Leute ist eigentlich gegeben. Die könnten eigentlich zuziehen. Aber wollen sie scheinbar nicht. Warum auch immer. Also vielleicht mehr Parks? Noch mehr Parks? Boah, noch mehr Parks wollen die haben. Okay. Alles klar. Meine Güte, die wollen ja wirklich richtig viele Parks. Ja, okay. Aber dann wisst man ja eigentlich, was da der Grund ist, warum die nicht zuziehen, ne? Es sind Parks. Boah, schaut euch das an. Hier, die Ecke ist auch krass. Oh, macht das so. Genau, einfach Parks anstelle von Gebäuden. Verdammt. Da müssen die leider auch weg. Es tut mir leid, aber wenn ihr nicht wollt, dann... Ihr stellt euch aber auch echt an, ne? Die Reichen, die stellen sich immer echt an. Obwohl sie alles haben, kommen sie nicht zugezogen. Das ist so behämmert manchmal. Na gut, ist halt dann so. So. Wie sieht der Rest aus? Vor allem der Bereich. Der Bereich ist wieder in Ordnung. Okay. Wie sieht es hier aus mit Bevölkerung und Jobs? Ne, das war falsch. Jobs, Bevölkerung. Da, so. Bleibt gleich, ne? Bleibt stetig gleich. Vor allem auch die reiche Bevölkerung. Schau dich das an. Ja, wobei, ne, die Reichen sind ja die hier. Also irgendwas... Aufgrund geringer Nachfrage. Ach, das ist ein mittleres. Und das hier? Nee, das ist ja aktiv. Dieses Gebäude hier, warum? Attraktivität. Dann mach hier einen Park hin. Große Grünfläche, da habt ihr eure Parks. Da habt ihr eure Attraktivität. Jetzt könntest du dich ja mal bewegen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe wer will. Och nein! Nein! Das Gebäude ist verlassen, aber es sieht auch verlassen noch relativ gut aus. Aber irgendwie... Steuern müssen runter. Ja, aber wie denn? Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Wartet mal, wir können ja wieder das anfangen mit den Mautstationen, ne? Dass wir das hier so machen, genau. Und da dadurch Stau in den Gewerbegebieten erzeugen. Und dadurch ein bisschen mehr Kohle reinkriegen, genau. So. Und dadurch können wir dann die Steuern senken. Das wäre noch eine Möglichkeit, die wir machen können jetzt, ja. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich nehme das Ganze tatsächlich mitten in der Woche auf, an einem Donnerstag. Abend, weil ja, die Arbeit war entspannt und
Ja, warum nicht? Wenn man mal alleine zu Hause ist. So. Ich frage mich jetzt allerdings immer noch, was hier los ist. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Sorry. Attraktivität. Warum? Müllgering, Verschmutzung, Mittel. Krankheit im Hoch. Ja. Verkehrsgeräusche, aber was soll man da machen? Verkehrsgeräusch kann man nicht einfach so wegmachen. Hä? Und die wollen wieder nur Büros haben, ne? Aber ihr habt doch hier Büros, warum nutzt ihr die denn nicht? Naja, gut. Oh, ich merke gerade, die Folge ist voll. Oha. Gut, liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dabei beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, ne? Tschüss.